Im Stuttgarter Talkessel liegt das Herz einer der spektakulärsten Baustellen Europas. Der neue Durchgangsbahnhof, Zentrum des künftigen, neu geordneten Bahnknotens Stuttgart, gewinnt zusehends an Kontur. Weit mehr als die Hälfte des Dachs, eine einzigartige Betonschalenkonstruktion, ist bereits geschlossen. So auch jene Lücke im Dach, durch die noch vor kurzem planmäßig ein Kran nach oben ragte. In den Tunnel nördlich und südlich der Bahnsteighalle sind schon etliche Kilometer Schienen verlegt. In der Bahnsteighalle verdrahten Eisenflechter bei der letzten der 28 Kelchstützen die Bewährungsstäbe. Damit die Kelchstützen, sowohl ästhetisch als auch funktional der Kern der Dachkonstruktion, am Ende genau die Form haben, die Architekt Christoph Ingenhofen erdacht hat, ist während des Baus höchste Präzision gefragt. Über die Bauarbeiten wachen Spezialisten aus verschiedensten Disziplinen. In diesem Film im Fokus die Vermesser. Wir arbeiten ja Hand in Hand mit vielen Gewerken und ohne Vermesser geht nichts und würde das Bauwerk nicht so dastehen, wie es jetzt da steht. Ich bin Marco Feuchner, ich bin seit 17 Jahren bei Angermeyer Ingenieure GmbH angestellt, betreue seit 2016 S21, die Talquerung im Herzen von Stuttgart und kümmere mich um alle vermessungstechnischen Belange der Baustelle. Wir als Vermesser sind dafür zuständig, die Angaben aus dem Plan in die Örtlichkeit zu übertragen. Dazu ist es erforderlich, dass wir in einem Festpunktfeld arbeiten. Und dieses Festpunktfeld besteht aus einem übergebenen Festpunktfeld und Festpunkten, die nahe des Geschehens sind und von uns durch Netzmessung erstellt werden. Über diese nahen Festpunkte kann sich zu jeder Zeit ein Kollege mit einem Tachymeter stationieren und seine Arbeiten für Absteckungen, Bestandsaufnahmen durchführen. Absteckung bedeutet nichts anderes, als die im Plan vorgegebenen Punkte in die Realität und die Örtlichkeit zu übertragen. Auf der Baustelle kommen Einmannstationen zum Einsatz. Bedeutet, ein Mitarbeiter hat ein Gerät und einen Controller. Hier im Vordergrund sehen wir den Tachymeter, der von dem Controller des Mitarbeiters gesteuert werden kann. Neben dem Controller ist auch noch der Prismenstab zur Ausrüstung gehörend. Ohne den kann ich die Einmannstation nicht hundertprozentig einsetzen. Jeder Vermessungspunkt hat eine Koordinate in Lage und in Höhe. Und mit dem Tachymeter kann ich mich an jeder beliebigen Stelle hinstellen über die bekannten Festpunkte, berechnet somit die Station von dem Gerät und rechnet dann theoretisch intern Winkel und Strecken zu dem Punkt aus, den ich gerne abstecken oder aufnehmen möchte und tut über Servomotoren die Winkel einstellen, über eine Streckenmessung die Strecke messen und am Controller wird angezeigt, wo der Punkt sich befinden soll und wo sich das Prisma befindet. Und mein Ziel ist es, die beiden zur Deckung zu bringen. Hier am Schalendach bei den Kelchstützen ist die vermessungstechnische Herausforderung, auch die Bewährung abzustecken. Die Bewährung im Hintergrund wird von den Kollegen abgesteckt und eingerichtet. Momentan sind das die Bügel zwischen der oberen und der unteren Bewährungslage. Und für diese Ausführung benötigt er die im Innendienst vorbereiteten Pläne und Modelle, die vorbereitet werden, damit er im Außendienst die Absteckung ausführen kann. Genauigkeitsvorgaben liegen bei 5 bis 3 mm. 5 mm in der Lage und 3 mm in der Höhe. In dem übergebenen Architektenmodell ist die Oberfläche von diesen Kelchen als NURBS bzw. auf Deutsch als Freiformfläche definiert. Jeder Kelch hat eine andere Höhe und eine andere Neigung. Unsere Tachymeter können keine Freiformflächen verarbeiten. Die Freiformflächen werden in einem speziellen Verfahren umgewandelt in Dreiecksvermaschungen und die können problemlos auf den Tachymeter transferiert werden und ich kann im Außendienst jeden Punkt auf dieser Dreiecksvermaschung abstecken. Hier an dem Kelch K23 gibt es ca. 22.000 Eisen in ca. 11.000 Positionen. Damit die Bewährung an Ort und Stelle richtig eingebaut wird, stecken wir jedes 10. Bewährungseisen ab
und signalisieren mit Klebeband dem Eisenflechter Anfang und Ende von dem Bewährungseisen. Und dazwischen passt er die entsprechenden Bewährungseisen dann an. So, das Eisen ist jetzt fertig. Nochmal Kontrolle. Und grün ist fertig. Nach Fertigstellung der Kelchstütze scannen wir die Oberfläche des Betons des Kelchs und erhalten dadurch eine Punktwolke. Diese Punktwolke wird verglichen mit der Sollgeometrie der Nürbsflächen, dieser Dreiecksvermaschung. Und als Ergebnis kommt da ein Farbplot raus. Der Farbplot zeigt Unterprofil bzw. Überprofil. Diesen Farbplot kann man analog der Darstellung in einer Landkarte verstehen. Es ist schon respektvoll, was die Mitarbeiter hier leisten. Bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee und Sonne, im Sommer wie Winter, bei Tag- und bei Nachtschicht und auch die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, von der Bauleitung über die Mitarbeiter von den Bewährern und von den Schalungsbauern. Mein Respekt, ich ziehe den Hut. Millimetergenau wird nach und nach das Skelett der 28. Kelchstütze aufgebaut. Jedes Bewährungseisen findet dank Mr. Millimeter Marco Furchner exakt seinen in den Plänen festgelegten Ort. Der letzte Schritt beim Rohbau des letzten Kelchs, ein besonderer Meilenstein für alle Projektbeteiligten und alle, die das Projekt gespannt verfolgen, rückt damit immer näher. Bald darf Beton angerührt werden.